Mich dünkt, ich brauche ein kleines bisschen mehr... Ja, Feingefühl wollte ich sagen. Verschissenes Feingefühl wollte ich doch sagen, Mann. Willkommen hier zurück bei Sticks. Und wir befinden uns jetzt hier wieder in dem gleichen Raum wie in der letzten Folge. Und ich werde mal wieder versuchen, die Leute hier zum Schweigen zu bringen. Und das vielleicht möglichst ohne dabei zu sterben. Das wäre doch was. So. Jetzt machen wir das mit ein bisschen mehr Vorsicht. Jetzt steht er da. Wie macht man das? Jetzt wäre doch ein guter Zeitpunkt. Da dürfte er uns da hinten doch nicht sehen, hoffe ich. Oh, wer wird denn jetzt schon wieder misstrauisch? Niemand. Gut, niemand. So, du kleine Drecksau. Gehst jetzt wieder in deine Ecke zum Sterben? Ja, selber schuld, wenn dich da einfach so in die dunkle Ecke stellst. Also ganz ehrlich. Da hat er auch nichts anderes verdient. Das hier Lumpe, das hier wir uns. Da nehmen wir mit. So, was haben wir hier? Eisenerz. Mhm. Das gute Eisen. So, kommen wir da oben auch irgendwie anders raus als durch die Tür? Ja, da, wie komme ich denn da hin? So schon mal nicht. Hops. Bringt uns der Holzbalken da irgendwas? Ich glaube fast nicht so sehr. Ich schau erstmal durch. Das sieht ja erstmal nicht schlecht aus. Jetzt orientieren. Genau, jetzt sind wir hier. Und in die Richtung müssen wir. Das heißt, hier weiter durch. Ah, geh mal nach oben. Ist mir irgendwie sicherer. Schafft man den Sprung bis da oder merkt er das dann? Wir schauen. Wir werden es rausfinden. Och, lässig. Ich versuche jetzt mal, wo es geht, die Leute einfach zu umgehen. Können wir hier irgendwie mit dem... Ja, aber wenn wir die ablenken, bringt uns das Ablenken etwas. Könnten wir... Wenn wir jetzt... Oh, da sind zwei. Schauen wir erstmal, was die beiden da jetzt Lustiges treiben. Da müsste ich da eigentlich... Achso, da komme ich... Wo sind denn die jetzt hin? Ich sehe sie gerade gar nicht. Da steht einer. Oh, da unten ist noch einer. Ich versuche mich mal hier ganz vorsichtig Stück für Stück ranzupirschen. So. Okay, also der läuft ab und zu dahin. Das ist gut. Den müssten wir dann eigentlich erwischen können. Guck mal, ah ne, das sind zwei da noch. Oh Gott. Und da schläft einer. Schaffe ich das, den hier so heimlich abzumurksen? Nö, das war dumm, er hat mich gesehen. Und er pariert wieder nicht, du Wichser! Das war nicht so erfolgreich. Ich habe halt leider auch gerade nicht so richtig die Eingebung, was ich mit dem Klon jetzt hier am besten bewerkstelligen könnte. Da mangelt es mir quasi noch so ein bisschen an Erfahrung. Ja, bleib... Mann, ist der bescheuert! Ich halt's nicht mehr aus, ey. Nee, komm. So, guck mal an.
neue Wege, die wir hier entdecken, die uns aber irgendwie nicht so richtig weiterbringen, glaube ich. Da können wir halt noch ein bisschen was einsammeln, aber da haben wir jetzt auch nicht so viel von. Geh wieder. Na, ich gehe mal wieder raus. Da habe ich nicht so ein gutes Gefühl hier. Ach, gucke mal an. Gucke mal. Wenn ich jetzt hier raushüppel, bin ich direkt vor der Fresse von denen, oder? Was machen wir da? Trennen die sich? Ja, du Wichser. Ja, da kommt der andere Wichser. This is weird. Was denn? Okay, I'll take care of it. Doch, komm, das kriegen wir hoffentlich jetzt nicht mit. Mach schneller, mach schneller, mach schneller. Nicht, dass der Depp da jetzt kommt. Blödelü. Oh, und Dietrich, nett. So, okay, haben wir schon mal einen. Wenn ich jetzt vielleicht den anderen hier mit so einer geilen Flasche hier vielleicht so hin. Ich probiere. Hallo, ja, schmeiß. Nix. What the? Oh. Bitte sieh mich jetzt hier nicht. Hä? Jetzt kommt. Jawohl! Und der andere pennt gerade, wie praktisch. So, aber jetzt so kurz vor unserem Ziel will ich nichts. Nichts riskieren, oder sagen wir nicht noch mehr riskieren als nötig. Du darfst jetzt durchschleichen, Alter. Ich würde den jetzt einfach kalt machen. Schlupf. Ja, komm. Ja. Komm. Ich hab doch pariert, du Hurensohn. Jetzt kill ihn. Kill ihn. Schlacht ihn ab. Mann. Wir sind aber noch alle entspannt, wa? Okay, dann ich nehme das mal hier mit, ne? Stört euch ja nicht. Ich hätte hier gern so ein fettes Schwert. Oh ja. Das nehme ich auf jeden Fall. Können wir noch einen machen? Nee, leider nur einen. Schade. So, dann trinken wir erstmal. Und dann stellen wir hier nichts Neues her. In Ordnung. So, first time in Thalben? Yeah. From Wilderan. Aufschließen, ja, aber bitte nicht aufmachen jetzt. Okay, dann können wir, glaube ich, aufmachen. Da hinten müssen wir noch was nehmen. Und da oben, ja, so ganz langsam kommen wir voran. Wie lenken wir die jetzt ab? Ach, die trennen sich gerade. Das ist aber praktisch. Tü-tü-tü. Kriegen wir den auch noch? Ich hoffe. Komm hier. Tschüss. Oh. Ich glaube, der ist gestolpert. Sachen passieren hier, du. Hallo. Das war sehr knapp. Wie komme ich denn hier jetzt am besten noch rein? Da sind auch zwei, das ist nicht so schön. Lalalala. Hm.
hoch wäre jetzt gut. Jetzt steht er da. Ich hoffe, er sieht uns dabei nicht. Nein! Ich hab doch gedrückt, Mann! Ich drück jedes Mal, du Bitch. Ja. Mich dünkt, ich brauche ein kleines bisschen mehr... Ja, Feingefühl wollte ich sagen. Verschissenes Feingefühl wollte ich doch sagen, Mann. Ja, fuck you. Feingefühl, 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 Feingefühl. Ich probiere jetzt einen anderen Weg. Hab hier keinen Bock mehr drauf. Das ist doch scheiße. Hops. Wo soll ich mich denn da hin? Ah, da soll ich mich hinschauen. Da habe ich doch. Ja, doch, doch, doch. Jetzt erkenne ich den Weg. Hui. Was ist er denn für ein degenerierter Vollspasti, Mann? Ach, komm mal, die Fresse. Ich habe die Schnauze voll. Ja, mit Feingefühl müssen wir da rangehen, hat er gesagt. Vorsichtig müssen wir sein, hat er gesagt. Ich krieg noch Vollmeise hier heute, echt. So, jetzt schwing dich da ran, du degenerierter Affe, du. So, und jetzt bitte in diese Richtung schwingen. Guck mal, da von dem Holzbrett, da wo ich hingucke, du Depp. Ja. Sag mal, wie schwingt der denn? Alter. I heard some carnage guys talking. The goblin hunters? There's plenty to keep them busy around here. So. We weren't talking loud, but it seemed like they didn't give a damn about goblins. Ah, da hinten muss ich noch irgendeinen Scheiß nehmen. Ich will den Scheiß nicht holen. Nee, mich nicht. Ich gehe jetzt zu dem Luftschiff. Ich möchte jetzt wissen, was dort oben in dem Luftschiff ist. Den anderen Scheiß können wir uns auch ein anderes Mal noch holen, würde ich sagen. You're such a wimp. Well, you should have seen her. Ja, ich renne ihm wieder ins Gesicht. Mann, was ist denn heute los, Alter? Ich hab doch... Ich drück doch. Ich drück wieder. Ah, diesmal hat das mal... Fick dich. Fick dich. So. Ey, das Spiel will ich doch heute verarschen einfach nur. Was ist denn das für eine Scheiße? Ja, komm, nehmt mich. Ja, das... Startet man direkt vor der Fresse von dem Scheißsoldaten, ey, na klar. Ja, hallo. Hey, na? Wie geht's euch? Was soll ich denn da machen? Soll ich denn da wegkommen, wenn die zwei Spastis gleich angelaufen kommen, die Wichser? Ja, ich kann auch nicht rennen. Lalala. Ich hoffe, dass die uns hier vielleicht nicht sehen. Im Moment suchen sie ja noch wie die Doofen. Solche dummen Blindfische, ehrlich. Ihr dürft euch gerne alle wieder verziehen. Habt ihr nichts Besseres zu tun? Geht doch einfach. Haut einfach ab. Geh, Alter. Wehe, du siehst mich jetzt hier. Ja, guck doch hin. Du Arsch. Ja, ihr habt nichts gefunden. Jetzt verzieht euch wieder. Könnt ihr weiter Karten spielen gehen oder saufen. Oder ist mir voll egal. Kreuzworträtsel machen. Irgendwie so ein Mist. Ja, jetzt hau ab. Kommt jetzt gleich wieder zurück? Ja, ich wollte gerade hochklettern, du Arsch. Du Arsch. Arsch. Kann ich jetzt hochklettern oder dreht er sich dann gleich wieder um? Der Arsch. Hm. Ja, du bist so richtiger... Fick dich. Ich hab doch... Jetzt... Ah! Jetzt töte dir doch mal, du Spast, Mann. Wie blöd ist er denn? Da hinten soll man noch Zeug holen. Dann holen wir halt das Zeug. Was soll's? Ja, spring in den Abgrund. Ich krieg die Macke heute. Du hältst jetzt mal richtig schön die Fresse, du Klumpen Mist. Und jetzt hole ich mir deinen beschissenen, behinderten Drecksfreund da hinten. Nö. Keiner da. Ich wüsste nicht, wen du meinst. Ich fühle mich gerade überhaupt nicht angesprochen.
gammelt er rum da? Kommt er angegammelt? So, ich warte. Ich muss mich in Geduld üben heute, auch wenn ich am liebsten die alle abschlachten und stechen möchte, wie so ein Berserker. 3 Stück stehen da. Ja. Da. Ich glaube, ich gehe spontan mal irgendwo anders hin. Da muss ich hin. Ist es nicht mehr weit? Du willst mich verarschen. Geh doch bitte jetzt hier hoch einfach. Warum gehst du denn nicht da? Ich krieg so das Kotzen. So, komm die... Ja, er kommt bis hier hin. Ja. Ja, das fängt ja super an. Gott, ist das furchtbar heute hier. Ja, spring wieder runter. Ja, Freunde, ich höre für heute auf. Ich habe keinen Bock mehr. Heute läuft's nicht. War mal eine kürzere Folge. Ich habe keinen Bock mehr. Ich gehe jetzt erstmal irgendwie in die Ecke kotzen. Macht's gut. Danke fürs Zuschauen.